Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Weltwirtschaft und damit wahrscheinlich auch die Aktienmärkte vor einem Tsunami stehen. Das ist meine These in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist, was vielleicht in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Ich will Ihnen einen Chart zeigen, der diesen Tsunami vielleicht ein bisschen beschreibt. Hier sehen wir die Infektionsraten mit dem Coronavirus. Und dieser Chart, der geht parabolisch nach oben. Hier sehen wir SARS, hier sehen wir die Schweinepest. Und solange dieser Chart parabolisch nach oben geht, ist folgende Situation. Wir haben ja in China viele Provinzen, die gesagt haben, naja, wir werden bis 9. 10. Februar jetzt erstmal dicht machen. Aber solange die Situation so ist, wie sie ist, nämlich mit parabolisch ansteigenden Infektionsraten, macht es ja für diese Städte keinen Sinn, dann zu sagen, okay, oder Provinzen, wir fangen jetzt am 11. Februar wieder an zu arbeiten. Das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird es so sein, wie bei vielen Grippewellen auch, dass im Winter eine solche Virenwelle grassiert, die dann im Frühling abebbt oder im Frühling dann vorbei ist. Und das könnte bedeuten, dass faktisch China bis März, April, möglicherweise Mai stillsteht. Und wenn China stillsteht, dann fehlen der Welt mal so um und bei 17% des globalen BIPs. Und das soll irgendwie so einfach verarbeitet werden, wenn wir global vielleicht so ein Wachstum zwischen 2 bis 4% haben. Dann ziehen wir mal vielleicht nicht 16, 17% ab, aber nehmen wir mal an, 10% ziehen wir ab, dann sind wir bei -6% und das ist dann schon um und bei das, was wir in der Finanzkrise in den schwärzesten Stunden da erlebt haben. Und das soll an den Märkten vorbeigehen. Da feiert man gestern die sehr guten Zahlen von Amazon. Okay, aber das ist sozusagen natürlich nur Beiwerk. Derzeit hat man das Gefühl, dass die Leute nach dem Seebeben irgendwie am Strand spazieren, merken, das Meer zieht sich zurück und denken sich, cool, der Strand wird ein bisschen breiter. Und dazu beigetragen hat eben auch die WHO, die gestern in einer, wie ich finde, sehr seltsamen Pressekonferenz Dinge hier gesagt hat, die schon erstaunlich sind. Viele sagen, ja, sind die gesponsert worden vom Tourismusbüro in China oder sponsored by Global Times? Jedenfalls sagt zum Beispiel hier die Welthandelsorganisation, ja, es gibt keinen Grund für unnötige Reisewarnungen oder einzugreifen in den internationalen Verkehr etc. etc. Also keine Panik, das ist natürlich aus Sicht der WHO verständlich so zu kommunizieren. Man will natürlich zu Recht Panik vermeiden, aber man verharmlost damit das Problem extrem. Wir sehen hier die Märkte haben dementsprechend euphorisch reagiert. Das hatte sowas von einer Pressekonferenz von Jerome Powell, der eigentlich auch um den heißen Brei herumredet, nämlich dass Riesenprobleme am Repo-Markt sind, dass faktisch natürlich die Ausweitung der Bilanzsumme die Rallye an den Aktienmärkten hervorgerufen hat. Da ist ja eigentlich alles klar, alle wissen das, aber keiner stellt die Frage. Bei einer Pressekonferenz gestern wurden auch nicht die entscheidenden Fragen gestellt. Wir haben jetzt die Situation, dass in allen Provinzen Chinas das Virus ausgebrochen ist. Mithin also die Situation sich hier weiter dramatisiert. Hier ein kurzer Überblick über das, was hier der Fall ist. Hier sehen wir nochmal Coronavirus, hier sehen wir die vorherigen Entwicklungen. 9.821 Infizierte, 213 tot. Wir haben dann verschiedene andere Neuigkeiten. Die wichtigste vielleicht auch für die Märkte ist die hier, eine Reisewarnung der USA, höchste Stufe. Hier sagt man, wir raten von Reisen ab nach ganz China, also es geht nicht nur um Wuhan etc. etc. Viele Piloten weigern sich inzwischen auch nach China zu fliegen, von American Airlines etwa, die haben eine Petition rausgegeben und gesagt, wir wollen nicht mehr nach China fliegen, das ist unverantwortlich. Mithin wird China also komplett abgekoppelt, das kann man nicht überbewerten und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Wir sehen eben auch, dass hier ein fünfter Fall jetzt in Deutschland der Fall ist. Ich will jetzt hier auch keine Panik machen. Es geht nur darum, was sind die ökonomischen Auswirkungen. Und das ist das Entscheidende. Und diese ökonomischen Auswirkungen, die sehen wir hier etwa schon im Baltic Dry Index, also diesem Frachtindex Preise bemisst. Und hier sehen wir, es plumpst nach unten, weil China einfach schlichtweg zu wichtig ist. Und wir sehen hier den Kupferpreis 11 Tage in Folge gefallen. Das gab es zuletzt 1971. China ist praktisch der Nachfrager hin, schlechthin nach Rohstoffen. So vieles läuft über China, so vieles, wo China eingebunden ist. Soll das an der Welt vorbeigehen, wenn die
praktisch jetzt erstmal ausfallen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da zu blöd. Vielleicht ist die Wall Street schlauer, die sich sagt, Amazon, cool, das sind doch die wichtigen Dinge, und die sich hier sozusagen abspeisen lässt mit einer lauwarmen Erklärung der WHO. Scheint mir alles ein bisschen merkwürdig zu sein, aber jedem das Seine. Schauen wir uns die Charts an, was passiert da in die Charts, die Charts von Capital.com. Wir sehen den Nasdaq in Euphorie nach den Zahlen von Amazon. Zunächst mal hier raufgehend wegen der WHO, dann kamen noch die Amazon-Zahlen, Amazon ja über 10% im Plus, dann sind wir noch ein bisschen weiter gestiegen, aber die Reisewarnung hat so ein bisschen in Asien dann für Verunsicherung gesorgt, und jetzt so in den letzten Minuten sind wir auch ein bisschen runter, ähnliches Bild beim S&P 500, 3291, wir waren schon fast wieder bei der 3300er Marke, das muss man sich mal vorstellen, angesichts dessen, was da eigentlich auf uns zurollt, vor allem auf den DAX zurollt, denn der ist natürlich da besonders schlecht aufgestellt, VW etc., größter Markt, den man überhaupt hat für die deutsche Industrie, ist China. Werden die Leute jetzt, die alle zu Hause bleiben in China, dann plötzlich Autos kaufen? Unwahrscheinlich. Werden sie Apples iPhones kaufen? Unwahrscheinlich. Werden sie Teslas kaufen? Unwahrscheinlich. Das ist irgendwie so in den Köpfen noch nicht angekommen. Man hat realisiert, okay, Starbucks schließt Filialen, Ikea schließt Filialen, man hat registriert, McDonald's schließt Filialen, aber das wird ökonomische Folgewirkungen haben, die nicht eingepreist sind. Das ist meine feste Überzeugung. Wir sehen Euro-Dollar 1,1019, wir sehen Yield bei 1073 und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $53.10. Also, das ist meine Einschätzung der Dinge. Vielleicht haben Sie eine andere, vielleicht haben Sie recht, wenn Sie eine andere haben. Ich meine, dass das, wenn jetzt da kein Wunder geschieht, wenn dieser Ansteckungschart, der so nach oben zeigt, wenn der nicht irgendwie kippt, dann wird etwas passieren, was die Welt vielleicht noch nicht gesehen hat, nämlich, dass die zweitgrößte Weltwirtschaft erstmal praktisch nicht mehr existiert als Wirtschaft, sondern die Leute zu Hause bleiben, und das ist in den Köpfen scheinbar noch nicht drin, das ist meine Auffassung. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Tag, ich werde heute in Hamburg einen Vortrag halten, vielleicht sehe ich den einen oder anderen von Ihnen, das würde mich freuen, ich sage Servus und Ciao.